ihr Hübschen, heute gibt es was Leckeres, Low Carb. Ich habe schon gestartet. Ich habe gestartet, indem ich den Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt habe. Hier habt ihr meine Zutaten gesehen. Mögt ihr es ohne Zwiebel, also wer keine Zwiebel mag, lässt es weg. Aber wer Zwiebel nimmt, so wie ich, bitte schön, schön klein schneiden, ja? Aber wie gesagt, könnt ihr weglassen. Würzen ist ganz wichtig. Habt ihr alles gesehen? Ich habe 2 Scheiben Toast gemacht. Ihr könnt auch ein Brötchen reinmachen, ein bisschen Semmelbrösel oder Semmelzeug. Wenn nicht, auch weglassen. Einfach nur würzen. Aber durch das Brötchen ist das Hackfleisch so ein bisschen fluffiger und nicht so trocken. Ja, also das dazu. Hier habt ihr gesehen, ich nehme trotzdem jetzt 2 Auberginen. Zucchini. Ich glaube zwar, eine wird mir langen, aber ich guck mal. Ich werde euch dann zeigen mit den Resten, was wir machen. Es wird sehr lecker, nicht wegschmeißen. So, wir starten einfach, wie gesagt. Hier habe ich das einfach mit so einer Hobel schön dumm gehobelt und das ging auch wunderbar. Ich habe mir natürlich jetzt die schönen Stücke rausgeholt. Und wie gesagt, den Verschnitt werde ich dann was damit zaubern. Hier nehme ich einfach ein bisschen Fleisch und mache quasi so eine kleine Frikadelle. Ganz easy peasy, das zeige ich euch mal hier. Seht ihr mal mit einer Hand. Ich fange mal hier an. So, dann macht ihr diese Frikadelle hier rein und dreht einfach hier so rein. Seht ihr? So wie auch hier. Und so habt ihr, ich mache das gleich nochmal enger mit meiner anderen Hand, dass die dann so aussehen. Ich mache das jetzt erstmal komplett fertig. Ach, das wickle ich gleich nochmal. Ich mache das erstmal komplett fertig, dass ich sehe, wie viele sind mir rausgekommen. Und dann setze ich die in die Form. Und dann kommt ein leckeren Guss. Und dann werden die schon in den Ofen geschoben. Und natürlich später noch ein Topping, ein bisschen Käse. Muss aber nicht sein, aber Käse geht immer. So, ihr Süßen, ich bin fertig. Ich habe doch jetzt eine kleinere Form genommen. Also ich empfehle euch, wickelt erstmal fertig, schaut, wie viele übrig sind und dann nehmt ihr eine passende Form. Ich wollte, dass es halt jetzt schön eng ist, dass die natürlich jetzt nicht aufgehen. Wenn ihr natürlich keine passende Form habt und ihr seht, dass die euch so ein bisschen aufgehen, dann nehmt einen Zahnstocher zum Pieksen als Hilfe. So, aber jetzt hier kann nichts passieren. Ich werde euch dann später zeigen, hier ist natürlich was übrig geblieben. Das zeige ich euch aber separat in einem Video, was ich dann damit mache. So, hier nehme ich jetzt mein Wasser. Hier ist einfach nur Gemüsebrühe, also Gemüsebrühe Vegetta. Mehr braucht man auch nicht. Wenn ihr wollt, natürlich ein bisschen Tomatik, könnt ihr ein bisschen Tomatensauce reinmachen oder Paprikamark, Tomatenmark. Aber ich will es einfach so lassen. So, das langt schon, weil durch das Fleisch, auch wenn es Rindhackfleisch ist, kommt genug Saft raus und ich möchte das jetzt nicht so, dass es im Wasser schwimmt, also das langt. So, ich habe es jetzt gerade reingeschoben. Ich decke es auch nicht zu, ich lasse es jetzt einfach so. Mein Ofen ist ja vorgeheizt auf 200 Grad, Ober-Unterhitze und jetzt beobachte ich einfach von draußen. Ich denke mal, so halbe Stunde ist das Ganze hier gut durch und fertig. Und dann schaue ich, wenn es leicht Farbe angefangen hat zu bekommen, dann kommt der Käse drauf. Also jetzt noch nicht, sonst wird der Käse zu schnell dunkel und farbig, aber das Fleisch braucht noch ein bisschen. Ja, also ich melde mich gleich nochmal, aber wie gesagt, 200 Grad, Ober-Unterhitze und bleibt in der Nähe. Ich meine, Hackfleisch braucht jetzt nicht so lange, die Zucchini ist so dünn geschnitten, die wird auch nicht so lange brauchen. Ich denke mal 20 Minuten, eine halbe Stunde sind wir hier durch. Und zwischendurch kommt dann der Käse rein. Ihr könnt Käse weglassen, dann habt ihr es ganz gesund. Einfach ein bisschen Käse, bisschen Mozzarella, bisschen Feta-Käse, was ihr wollt. Ihr wisst, Käse geht immer, also bis gleich. So, ihr Hübschen, halbe Stunde später, ich habe jetzt meinen ersten Gang mal rausgenommen und seht ihr, wie viel Saft doch noch rausgekommen ist. So, ich mache jetzt einfach Käse schön drüber. Mein Käse, den ihr ja vorhin gesehen habt, nehmt den Käse, den ihr gerne mögt. Ihr könnt auch diesen fettarmen Käse nehmen
oder was es halt alles so für Alternativen gibt. Aber bei mir ist es jetzt ganz normal. So, und dann wandert das Ganze jetzt nochmal schön mit dem Käse in dem Ofen. Ich glaube, ich werde jetzt die Grillfunktion einschalten, dass es jetzt auch schön nochmal Schmackes hat und nochmal schön Power hat von oben drüber. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also wenn ihr eine Grillfunktion anhabt, macht eine Grillfunktion. Wenn nicht, dann schaltet ein bisschen höher euer Herd, dass es jetzt, wie gesagt, Power hat, weil, wie ihr seht, das Fleisch ist durch, die Zucchini ist auch gar, aber jetzt will ich, dass es halt nochmal richtig schön, ja, Farbe hat und saftig und lecker wird. So, ihr Hübschen, ich bin fertig, schaut mal. Und das ist normal, das ist natürlich unsere Brühe. Keiner kann mir sagen, dass das hier trocken ist. Das ist so saftig, so lecker. Ich habe auch vorhin die Brühe probiert, so lecker. Wenn ihr es natürlich euch erlauben könnt, nehmt Brot und tunkt das schön rein. Aber ich will es natürlich low carb lassen. Also lasse ich es so, aber ich werde mein Brot definitiv hier reintunken. Sehr, sehr lecker. Dazu ein bisschen Naturjoghurt. Schaut mal das Fleisch. Ich habe schon einen probiert. Es ist auch würzig. Seht ihr? Seht ihr? Es ist noch total heiß. Ich habe es gerade rausgeholt. Und ich habe es ja nochmal in den Ofen. Das war dann so 10 Minuten bei mir drin, bis es hier, seht ihr, Farbe bekommen hat. Und das war's. So, so lecker. Wirklich mega lecker. Also eine große Empfehlung, müsst ihr unbedingt nachmachen. Das war auch total fix gemacht. Ich meine, ein bisschen einrollen und der Ofen macht dann der Rest. Also lasst es euch schmecken.